Jane Cadwallader, Oma Fix und die kleinen Wikinger. Erste Eli-Lektüren. Copyright Eli 2017. Daniel, Luise und Alex machen mit Mama und Papa einen Ausflug. Sie sehen sich ein Wikingerhaus an. Auch Oma Fix ist da. Der Fremdenführer spricht und spricht. Ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Wo ist das Klo? Der Fremdenführer spricht und spricht und spricht. Oma Fix nimmt Alex bei der Hand. Wir gehen an den Strand. Danke, Oma Fix. Am Strand steckt Oma Fix die Hand in ihre kleine, gelbe Tasche. Was nimmt sie heraus? Oh, es ist ein Ball. Oma Fix schläft ein wenig. Daniel, Luise und Alex spielen mit dem Ball. Jetzt langweilen sie sich nicht mehr. Oh, wohin fliegt der Ball? Die Kinder laufen in die Höhle und suchen den Ball. Sie können ihn nicht finden. Aber plötzlich sehen sie einen Jungen. Oh, es ist ein Wikingerjunge. Hört euch sein Gedicht an. Arm, Hand, Finger. Ich bin ein kleiner Wikinger. Kopf, Gesicht, Mund. Mein Wikingerball ist rund. Zehe, Fuß, Bein. Wollen wir Freunde sein? Hallo, ich heiße Erik. Möchtet ihr mit mir spielen? Ja, gerne. Und hier sind zwei Wikingermädchen. Hört euch ihr Gedicht an. Arm, Hand, Finger. Wir sind kleine Wikinger. Kopf, Gesicht, Mund. Unser Ball ist rund. Zehe, Fuß, Bein. Wollen wir Freunde sein? Wir heißen Gala und Gerda. Dürfen wir mitspielen? Gala schlägt den Ball. Alex läuft los. Er will den Ball fangen. Lauf, Alex! Fang den Ball! Oh, pass auf! Ein großer Felsen! Oh je! Alex stößt gegen den Felsen und stürzt. Er bleibt im Sand sitzen und sagt plötzlich: Huch! Dieser Felsen hat ein Auge. Die Kinder schauen den Felsen und das Auge an. Ist es wirklich ein Felsen? Das ist gar kein Felsen. Das ist ein Wal. Ein Walbaby. Und dort ist seine Mutter. Oh je! Was sollen wir tun? Gerda hat eine Idee. Sie erklärt ihre Idee den anderen Kindern. Wir brauchen ein Seil. Lass uns Oma Fix fragen. Die Kinder bitten Oma Fix um ein Seil. Seht mal hinter den Felsen nach. Oma Fix steckt die Hand in ihre kleine, gelbe Tasche. Was nimmt sie heraus? Oh, einen großen, weißen Vogel und ein langes, gelbes Seil.
Der große weiße Vogel gibt den Kindern das Seil. Jetzt brauchen wir ein Schiff. Seht mal, dort ist ein Schiff. Luise und Erik gehen mit dem Seil zum Schiff. Erik befestigt das Seil an der Schwanzflosse des großen Wals. Daniel und Gala befestigen das lange gelbe Seil an der Schwanzflosse des Babys. Die Walmama zieht und zieht. Die Kinder ziehen und ziehen. Auch der kleine Alex hilft. Auch die alte Oma Fix hilft. Auch der große weiße Vogel hilft. 1, 2, 3. Bis das Walbaby. Platsch! Endlich wieder im Wasser ist. Daniel, Luise, Alex und die kleinen Wikinger freuen sich sehr. Hurra! Oma Fix sieht auf die Uhr. Es ist Zeit, zurückzugehen. Die Kinder gehen zu ihrer Mutter. Der Fremdenführer spricht und spricht. Er hält etwas in der Hand. Wir wissen nicht, was das ist. Das ist Eriks Ba... Alex spricht zu viel. Das Walbaby schwimmt mit seiner Mutter im Meer. Danke, Oma Fix. Danke, Kinder.